Code 72, Datensuche. Klassifiziert nur Augen. Feind im Besitz von verdächtiger Waffe. 100123. Bestätigt. Ein Spezialagent soll die Herausforderung annehmen. Wurde er wegen seines Ideenreichtums ausgewählt, seiner Fähigkeit, härtesten Belastungen zu widerstehen, wegen seiner brillanten Jacket-Kronen? Oh nein, er war nur gerade frei. Hey, deine Botten klingeln. Ja, war das wirklich meiner? Ich dachte, es wäre deine gewesen. Ich will draußen reingehen. Es ist Maxwell Smart, Agent 86, hart gegen sich selbst und seine Gegner. Diese Sennhütte, vollkommen umzingelt worden ist von 500 Mann alpiner Elitetruppen. Das kann ich kaum glauben. Würden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sage, 150 Tiroler Kurzskikämpfer? Was glauben Sie wohl, warum die Jungs sich hier in die Haare kriegen? Sie kämpfen um ihre Hosen, ihre Hemden, ihre, Verzeihung, Unterwäsche. In 5 Minuten läuft der Countdown für die Nacktbomben ab. Waffenidentifizierung. Die nackte Bombe. Gentlemen, vertrauen Sie mir. Ich weiß genau, wovon ich hier spreche. Es existiert einfach keine Nacktbombe. Es gab nie eine Nacktbombe. Und es wird sie nie geben, diese Nacktbombe. Die Chaos-Ganoven sind sich so uneins wie eh und je. Du bist äußerst irrational geworden seit der Explosion in deinem Laboratorium. Du hast ein Auge verloren, ein Arm, ein Bein, die Milz ist weg. Was ist los mit dir? Max, gehen Sie in Deckung! Mit Agent 13 und ein wenig moralischer Unterstützung ist Max in der Lage, alles in Bewegung zu versetzen zum Wohle der Menschheit. Halten Sie es für möglich, dass Maxwell Smart es allein mit dem wahnsinnigen Modedesigner von Chaos aufnimmt? Und können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn er versagt? Sehen Sie diesen Film, dann wissen Sie es. Oh, das tut mir wirklich leid, Chief. Don Adams ist Agent 86 in Die nackte Bombe. Always there when I need.